Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Übungseinheit auf meinem Kanal. Wir machen das Ensemblestück von Eckhard Kopetzky mit dem Titel Jamaica Plain. Wir fliegen also mit dem Flugzeug nach Jamaica. Und das hier ist die Stimme für Agogo. Und wenn du vorne bei der Beschreibung schaust, Agogo Bell und Blech. Es steht dabei, einen Blechdeckel oder eine Dose oder ein Metallstück nehmen und auf eine Ablage legen. Ich habe mir da sowas gebaut mit einem Splashbecken und das lege ich jetzt auf meine Schlägeablage, ein bisschen gedämpft mit dem Stoff darunter. Es klingt aber trotzdem noch schön blechern. Und die Agogos sind zwei Glocken, wird vor allem in der Samba-Musik verwendet, eine tiefe und eine hohe Glocke. Und man könnte sie auch noch pressen. Also drei Sounds. Wir schauen uns jetzt gleich das Stück von vorne an. Ziemlich viele Pausen und wir zählen gleich einmal. Wir beginnen mit dem Blechstück. Also, wir zählen und spielen einmal die erste Zeile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Relativ einfach. Wir können gleich weitergehen zur zweiten Zeile, Takt 5. Sind wieder viele Pausen und wir lesen und zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, beim letzten Takt in der Zeile, im Takt 8, haben wir folgenden Rhythmus. 1 und 2 und 3, 4. Bei 2 ist eine Achtelpause. Machen wir alles mit einem Stick auf dem Blech. Mit einem Crescendo, also Piano anfangen, Crescendo zum Forte hin. Und dann lesen wir weiter. Ich beginne beim Piano im Takt 8 und dann lesen wir die nächsten zwei Zeilen gleich weiter durch. Wenn du mitzählst, kannst du das spielen auch. Also, 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 1. Ja, also noch relativ einfach, alles mit dem Blech, mit einer Hand, Pausen zählen, Rhythmus zählen. Wir sind jetzt angelangt bei Takt 17 und da brauchen wir das erste Mal die Agogos, nämlich hoch und tief. Wir müssen wieder hoch und tief lesen. Die hohe ist über dem Notensystem und die tiefe ist im dritten Zwischenraum. Also, langsam. 1, 2, 3, 4 und. Nächster Takt. 1, 2 und 3 und 4. Ja? Wenn du genau schaust, wirst du wieder bemerken, diese zwei Takte, das ist eine Phrase, die wiederholt sich dann öfter. Das heißt, wir üben sie einmal gut. Hoch und tief lesen und den Rhythmus. Ich zähle zwei Takte den Rhythmus vor. 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Nicht ganz. Beim vierten Mal kommt etwas anderes. Das machen wir jetzt. Takt 23 und 24. Also der 23er Takt ist gleich wie immer. Dann haben wir eine Achtelpause. 1 und 2, 3, 4.
Ja, also die tiefe Agogo und das Blech. Noch einmal die beiden Takte. Ja, weiter geht's zu Takt 25 und hier kannst du vergleichen. Takt 25 ist die gleiche Phrase wie 21. Also, 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter in Takt 29. Wir spielen wieder nur auf dem Blech. Und zwar Piano anfangen, Crescendo zum Forte. Mit folgendem Rhythmus. 1, 2 und 3, 4, 1, 4. Ja. Wir zählen gleich die beiden Zeilen, also 29 und 33. Weil es ist immer so ähnlich. Ein Takt vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, diesen Abschnitt, also die 4 Takte oder 8 Takte, würde ich gleich in einer Überschleife einbauen und dann wirklich die ganze Stelle einfach einmal durchspielen langsam und die Pausen mitzählen. Dann ist das Stück noch nicht aus, es geht weiter auf der zweiten Seite bei Takt 37. Wir bleiben also am Blech, die unterste Stimme. Und lesen gleich einmal die ersten zwei Takte. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt, wir müssen bereit sein mit der Agogo im dritten Takt in dieser Zeile. Das Blech, dann die Agogo hoch tief. 1, 2, 3, 4. Nächster Takt. 1 und 2, 3. Ja, den hatten wir schon mal, den Takt, wenn du dich erinnerst. 1. Dafür ist es wichtig, dass du einzelne Takte auch oft wiederholst. Die gehen dann in Fleisch und Blut über und wenn du sie dann das nächste Mal siehst, wirst du sie automatisch richtig spielen. Wir machen jetzt noch einmal die letzten beiden Takte in der ersten Zeile. 39 und 40. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, wir sind von der Lautstärke in einem Mezzoforte, also die Akzente, die können ein bisschen lauter sein und die Agogo versuchen etwas leiser zu spielen. Ich mache jetzt von Takt 37 bis Takt 44, weil diese beiden Zeilen sich ja wiederholen, ist das Gleiche. Also, ich zähle gleich 37. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Weiter geht's. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, wir sind bei Takt 53 angelangt. Zwischendurch einfach weiterlesen, die Pausen zählen. Wenn es nicht klar ist mit den Pausen, einfach dann drüber schreiben, vielleicht bei 3, bei 3, bei 1 oder wo auch immer der Schlag dann kommt. Ja, oder Striche darunter machen, dann weißt du auch immer automatisch, wo du im Takt bist. Aber das sollte überhaupt kein Problem sein, einfach zählen und spielen. Jetzt
sind wir bei 53 und da brauchen wir alle drei Sachen. Das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, also wir brauchen wirklich beide Agogos und das Blech. Also wir lesen einmal in Gedanken und zählen gleich den Rhythmus. 1, 2, 3, 4 und Takt 53. 1, 2, 3, 4. Okay? Halt die Agogo so, dass du in der Nähe bist vom Blech und wirklich kurze Wege hast. Ja? Also nicht irgendwo so. Macht keinen Sinn. Ja? Du stehst hier beim Blech und die Agogos sind in der Nähe. Also 1, 2, 3, 4. Nächster Takt. Pause, Achtelpause, hohe Agogo. 1 und 2, 3, 4. Noch einmal. 1 und 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir kombinieren. Beide Takte, 53 und 54. 1, 2, 3, 1 und 2, 3. Noch einmal. Pause. Ich habe gleich weitergespielt, weil es kommt dieselbe Phrase noch einmal, aber der vierte Schlag ist frei, da ist eine Pause. Takt 57 geht wieder gleich. 1, 2, 3. Der Unterschied am Schluss ist, dass auf 3 die Pause ist und auf 4 das Blech kommt. So. Einmal langsam die ganze Stelle, also die achttaktige Phrase von 53 bis 60. 1, 2, 3, 4. Okay, also die Stelle ist sicher ein bisschen mehr zu üben, vor allem, dass sie dann auch im schnellen Tempo geht, weil Viertel 144 ist nicht mehr ganz so langsam. Sehr gut, und wir schauen gleich weiter. In der nächsten Zeile sind 4 Takte Pause, da spielt eine andere Gruppe oder jemand anders. Und wir steigen bei Takt 65 wieder ein mit dem Blech. Nämlich 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, diese beiden Takte einmal genauer. Wir brauchen also wieder die Agogo, immer bereit sein und beginnen auf der tiefen Agogo. Ja, 1, 2 und 3 und 4. Okay, nächster Takt, hohe Agogo und Blech. Also, 1 und 2 und 3, 4. Okay, wenn dieser Takt funktioniert, dann zwei Takte hintereinander üben. Die Mezzo-Piano-Takte. 1, 2, 3, 4. Schneller. Schneller. Ja, auch einmal so kurze Phrasen in einer Übeschleife machen und dann kontinuierlich das Tempo steigern. Also Schritt für Schritt immer schneller.
dass du dich an das Tempo 144 dann gewöhnst und hinarbeitest. Wir lesen jetzt langsam noch die letzte Zeile, Takt 69. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, am Schluss wieder ein Crescendo zum Forte mit Akzent als Abschlag. Das Stück ist aber noch nicht aus, sondern D.C. Da Capo heißt vom Anfang Al fine bis fine und das fine steht auf der ersten Seite am Ende. Und ich spiele dir jetzt einmal im Originaltempo die erste Seite, also Da Capo Al fine vor, damit du eine Vorstellung hast, wie schnell das Stück dann wirklich ist. Also. 1, 2, 3. Also, wünsche dir viel Spaß beim Üben von Jamaica Blend mit Agogo und Blech, in diesem Fall ein Splashbecken. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Üben und tschüss!